Herzlich willkommen zu einer neuen Abendausgabe von John Gossens Daily DAX. Heute am Mittwoch, dem 19. Mai 2021. Heute ist der deutsche Aktienindex deutlicher unter Druck geraten. Mit 1,77% ging der Leitindex heute im Minus aus dem Handel. Umgerechnet 273 Punkte. Immerhin konnte der DAX es dann doch wieder schaffen. Und das ist eigentlich das Interessante, wieder genau und nochmals schnell über die entscheidende grüne Ausbruchsunterstützung zu klettern. Denn der DAX fiel eben zeitweise schon darunter und somit bestand eben die Gefahr, dass wir direkt durchgereicht werden, bis in den Bereich von rund 14,850. Wie Sie wissen, hält die Marke nicht, stehen ca. 14,5 bis hin zu rund 13,8 oder auch 14.000 Punkte zur Diskussion. Also wir haben noch immer letztendlich die derzeitige Pattsituation. Auf der Oberseite sind die Bullen weiterhin limitiert in dem Bereich von 15,5. Geht, wie des Öfteren schon kundgetan, immer wieder den Bullen die Luft aus. Unten jedoch in diesem Bereich 14,8, 15.000 warten immer wieder Käufer. Und ja, es geht eben weiterhin darum, wer gibt als erstes nun endgültig auf. Saisonalität, sprich Sell in May and Go Away, steht im Raume, könnte eben sehr gut passen. US-Indizes, ja, sie wanken, dann allerdings auch wieder mit einer Gegenbewegung nach einem kräftigen Kursrutsch. Also es ist alles noch sehr, sehr unentschlossen. Ich habe fast das Gefühl, als ob man die Korrektur nicht zulassen möchte, sie nicht wahrhaben möchte, dass viele dann doch noch probieren, in den Markt wieder drauf zu springen, während ein paar Große sich aus dem Markt verabschieden. Und so hält sich das Ganze derzeit irgendwie ein wenig die Waage. Dann ist die Frage, wie geht es weiter bei der Deutschen Telekom? Denn die Aktie ist nun auch an dem entscheidenden Kurswiderstand zunächst einmal gescheitert. Jetzt geht es wieder darum, ja, fällt die Aktie auch hier wieder, ähnlich eigentlich wie der Deutsche Aktienindex, in eine Kursseitwärtsbewegung wieder zurück, die wieder hier in diesem Bereich von circa, können das genau mal aufzeigen, 15,88 € in etwa führen könnte. Hier zwischen ist eigentlich auch der 1,50 € Kurskorridor eine breite Seitwärtsbewegung bei der Telekom-Aktie ohne nennenswerte Ereignisse. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend und bis morgen früh. Dann, wie üblich, mit dem Blick auf die amerikanische Wall Street.